Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Transport Fever. Mein Name ist Ed, ich begrüße euch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier bei unserer Fahrt, unserer allerersten Personenstrecke, die wir gebaut haben, mit dem alten Zug noch. Das ist eine... Alter 10 Jahre, das ist noch ein alter Zug. Auf jeden Fall. Den werden wir auch mal bald auswechseln müssen. Und ja, ich lasse momentan hier laufen. Sieht ganz okay aus, Passagiere technisch. Ist I.O. Wie sieht's hier aus? Hier ist noch nicht so toll. Kohle. Tolle Brücke. Aber wir kommen nicht so richtig an die Kohle ran. So, ich lasse laufen. Und jetzt werde ich mal versuchen, hier diesen Personenverkehr hier in Gang zu bringen. So. Da wir ja den Bahnhof da oben haben. Oh, der ziemlich hoch gelegen ist. Das wird noch eine Herausforderung. Bauen wir wie gehabt hier immer einen schönen Tram. Bahnhof. Oh, wieder ein Schiff. Bauen wir jetzt ein Depot. Oh, das ist ja toll hier. Das kann man ja richtig gut setzen. Machen wir es nicht so. Und natürlich auch noch ein Tram-Depot daneben. Dann müssen wir die Straße gleich nochmal upgraden. Machen wir mal kurz. Elektrisch. Danke. Ja, ich weiß, Fahrzeuge, aber wir haben gerade nicht die Kohle. Ein großes Gebiet, ganz ehrlich. Da können wir gut handeln. Und jetzt fehlt mir die Kohle. Unglaublich. Ich will das ganze Gebiet hier abgreifen. Dass wir hier schon mal... War auch nicht möglich. Willst du mich verkackeiern? Warum nicht? War auch nicht möglich. Machen wir was anderes. Machen wir so. Oh, echt ernsthaft. So. Das ist halt so. Dann haben wir hier später einen richtig schönen Umsteigsbahnhof in den ganzen Dingern. Das läuft gut. So, lass mal gucken, wie sieht's aus. Kommen die mal hier ein bisschen in die Puschen oder was? Nicht wirklich, ne? Haben ein bisschen was abgegradet. Aber hier zum Beispiel gar nichts. ÖPNV Rerik. Verstehe ich echt nicht. Fahrzeugersatz, ja, haben sie, okay. Werden immer zwischendurch jetzt upgraden. Lassen wir sie einfach auf automatisch. Kriegen wir hin. So, hier soll definitiv später noch Baumaterial rein. Das holen wir uns dann von dort. Und das sieht gut aus. Bad Reichenhall. Boah, ist das teuer, ey. Warum ist das... Ah, ich verstehe, ich verstehe. Alles klar. Ich habe die große Straße immer genommen. Wollte ich doch gar nicht. Theoretisch. Oh, ey, dieses Autospeichern, ne, ist manchmal wirklich sehr nervig. Ich meine, ich finde es okay,
aber ich finde es dann doch schon sehr nervig manchmal. Lass mal gucken jetzt. So, wir haben da einen Bahn, einen Einstieg. Wir haben hier. Wir haben hier. Hier kommt auch noch. So, die Bahn wird außen rumfahren, während ich versuche mit den Bussen innerstädtisch zu fahren, damit sie sich nicht in die Quere kommen. Ja, das ist ja klar. So. Bus. Wird natürlich ein paar Berührungspunkte geben. Bus. Hier gehen wir auch noch lang mit dem Bus. Halt, verkehrt an Seite. So muss das sein. So, und da noch und dann passt das. Dann ist das hier gut abgedeckt. Machen wir erstmal die Busse. Straßenfahrzeug kaufen. Passagier. Landauer. Machen wir mal anders. Neue Linie. Das Ganze ist dann ÖPNV. Kurz eintippen. ÖPNV. Lass mal gucken. Also er muss ja definitiv hier. Zack. 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 Fährt dann hier lang. Dann fährst du dort lang. Dort lang. Da soll die Bahn lang fahren. Dort lang. Und bist wieder da. Genau. ÖPNV. Das Ganze. Bad Reichenhall. Gut. ÖPNV steht bei mir immer für Busse. Straßenfahrzeug kaufen, Landauer. Oh, kam wieder was Neues. Was ist das? Wieder ein Schiff. Und ein Dreiachser, neuer Personalwagen, Personenwagen. Nee, wartet mal, das ist halt doof. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sollte reichen. Linie zuweisen. ÖPNV Bad Reichenhall. Leg los. Und da flitzen wir. Ich glaube, da können wir mal kurz mitfahren. Oh, sind die putzig. Sind die putzig? Da fahren wir mal kurz mit. Gucken uns das mal an. Dann kann ich nämlich mal einen Schluck trinken, liebe Leute. So, sehr schön. Die ersten Busse fahren. 63 Sekunden. Das ist okay, der Takt am Anfang. Die machen gerade Minus. Okay.
So regen wir den Takt an. Hat natürlich noch keine auswärtige Verbindung, aber das kriegen wir hin. So, nächste Aktion. Krams. Stadtbahnhalle. Machen wir mal in einen Orange. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mache ich am Anfang. Linie zuweisen. Neue Linie. Orange. Und das ganze Trambad Reichen Hall. Zip. Haltestelle. Einmal. Zweimal. Dreimal. Hier hinten kommen, werden sich dann auch entwickeln. Läuft. Schön außen lang. Dann läuft innerhalb der Busverkehr und außerhalb die Bahn. Die Tram. So, wie sieht's aus? Takttechnisch. Tram. 91 Sekunden, 95 Sekunden ist erstmal okay. Die pendeln sich jetzt auch ein. Das läuft, das ist gut. So, kohletechnisch. Ja. Machen die etwas Minus, die machen etwas Minus und die machen auch Minus. Gucken wir uns das Elend mal an. Warum machen die hier Minus? 800 ist geplant, 170 Karren sind nur weg. Das ist zu wenig. Viel zu wenig. Das ist nicht gut. Null von 65. Wie viel hat der jetzt dabei? 27, das ist echt. Echt ein bisschen armselig, ganz ehrlich. Ich sag mal, wir gehen jetzt Risiko. Wir nehmen Kredit auf. Holen uns einen neuen Zug. Gleich den großen. Nehmen Kesselwagen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nehmen wir. Linie zuweisen. Benzin, Schweich. Und schauen uns das Ganze mal an. Und fahren da mal mit. Ah, hat er die ganzen nicht eingefärbt? Schade. Okay, er fährt erst hoch. Wir geben mal Vollgas. Über diese schöne Strecke. Wahnsinnsbrücke. Da müsste eigentlich die Produktion wieder noch mehr angeregt werden, denn die wollen ja jetzt auch haben. Und ja, wir wollen mal sehen, ob mir das so gelingt, wie ich mir das vorstelle. Wahnsinn. Sieht wunderbar aus. Noch eine Einzelstrecke. Aber das kriegen wir hin. So. Hopp. Wunderbar. Da ist sie. Unsere Big George.
Mit Licht vorne dran, sieht total geil aus. Aber ich werde es mal beschleunigen, denn wir wollen ja ein bisschen Kohle ran haben. Und wenn er da ist, ab in den Tunnel. Aber jetzt kommen wir dann. So. Und jetzt bin ich mal gespannt, wenn er da ist. Oh, mal so. Und schön blau, sieht toll aus. Hey. Oh, eine neue Tram. Fahr nochmal mit. Er hat gut Zunder drauf. Gefällt mir. Ich hoffe, die nimmt gleich was mit. Ich hoffe es. Wir brauchen dringend Geld. So, da fährt sie. Und wir laufen rein. Und hier steht was. Sehr gut. Wird nicht voll werden. Lass mal voll laufen. 7. 7 von 10? Das ist ein bisschen wenig, oder? Ah, okay. Verstehe. Ja. Und jetzt müssen die wieder... Ja, jetzt geht die Produktion nach oben. Weil sie merken, ah, wir brauchen... So, der nimmt weg. Lass uns laufen, wenn es ihn schwächt. Der bremst den ganzen noch, ja. Was ist denn das hier? Hallo? Sechs von sechs, ja, gut. So. Das funktioniert schon mal, das hat schon mal funktioniert. So, lass mal gucken. Die müssten eigentlich auch mehr produzieren. Eigentlich müsste es durch die Decke gehen. Ohne Ende. Aber noch nicht. So, lass mal gucken. Die sind noch auf Minus. Der braucht 7 Minuten. Details. Machen wir den mal pink. Die machen wir mal. Okay, da kommt er wieder an. Und theoretisch muss das jetzt hier richtig abgehen. Nimmt er schon mal 11 mit. Bad Reichenhall nimmt noch mehr mit. Okay. Ja, wie gesagt, normalerweise müssten jetzt richtig durch die Decke hier gehen. 400, Produktion kratzt an 198. Wenn es so läuft, wie ich es mir vorstelle, muss es eigentlich richtig nach oben gehen. Theoretisch. 36. Ist auch noch zu wenig, aber 800. Komm, produzier. Geh nach oben. Wir brauchen noch mehr. Produzieren, produzieren, produzieren. Volle Pulle. Wir brauchen mehr. Wir brauchen mehr.
Wir brauchen viel mehr. Oh, schon wieder was Neues. Neue Lok. A35. Guck mal nach den Linien, die sind immer noch nicht komplett durch. Ja, jetzt wird bis in 6 Jahre, ja, die dauern noch. Aber die sind durch. Aber die hier. Rohöl. So. Schwierig Person. Das sind zwei unterschiedliche. Da müssen wir nochmal anlegen. Machen wir aber. Wenn wir die Kohle haben. Wer macht noch Minus? Aber das kriegen wir in den Griff. Das kriegen wir in den Griff, liebe Leute. Da sehe ich nicht jetzt das Problem. Hier rollt der ÖPNV. Und wenn wir es jetzt in den Griff kriegen, hier eine Verbindung zu schaffen schon mal, dass die hier raus können, dann rollt auch hier der Rubel. Optimal natürlich, wenn wir uns den Bahnhof hier krallen. In Rerik. Aber ob wir das so hinkriegen. Eieiei. Ich würde ja am liebsten gleich mal aufbauen auf 400er. Aber da muss ich eine Menge wegreißen. Und das wird hart. Und kostet Terrarangleichung nicht möglich wegen dem Ding da, okay. Kein Problem, das können wir wegreißen. Ja, aber das machen wir beim nächsten Mal, würde ich sagen. Das war das hier ausbauen. Ich würde sagen, wir fahren nochmal mit. Bei unserem tollen Zug hier. Weil wir sind nämlich schon wieder durch. Und heute fahren wir mal so mit. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Denkt ans Feedback. Und natürlich ans Abo, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Ich bin für heute raus. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Ed. Ciao, ciao.